Ja, die Mantiker sind wieder live nach einer Zeit der Abwesenheit, in der wir uns einen Urlaub gegönnt haben. Ich freue mich total, dass ich heute wieder mit meinem reizenden Gatten und Arbeitskollegen Roé sprechen darf. Hallo, lieber Roé, wie geht es dir? Ja, hier ist der reizende Tarotpfarrer und Tarotseelsorger und ich freue mich, dass ich mit meiner reizenden und hübschen und technisch affinen Gattin und Arbeitskollegin wieder technisch und aktiv auf den elektronischen Empfänger sein darf. Hallo Kirsten. Hallo. Ja, wie? Kirsten. Eine Frage, bevor wir starten. Ja. Wie war denn dein Urlaub? Also ich finde ja erst noch nicht so ganz zu Ende, weil wir ja jetzt seitdem die Schule wieder begonnen hat, tropische Temperaturen haben und ich mich eigentlich von Stunde zu Stunde schwitze. Aber das, was wir an Urlaub genossen haben, war wirklich dieses Jahr sehr schön, obwohl wir nicht die Dinge gemacht haben, die wir gerne gemacht hätten. Was soll's? Nächstes Jahr machen wir sie dann. Ich habe mich gut erholt. Und du? Das ist schön. Ich hatte ganz tolle Ferien. Diesmal habe ich geguckt, dass die deutsche Volkswirtschaft am Laufen erhalten blieb. Ich bin mit meiner Familie nicht weggefahren, sondern blieb im Lande, habe die gute deutsche Euro und Wirtschaft unterstützt und deutsche Euro eingesetzt. Das war eigentlich der Satz, den ich sagen wollte. Und die Wirtschaft unterstützt und ich freue mich, dass wir heute wieder live zurück sind. Ja, und das mit einem sehr spannenden Thema. Das lautet. Klärungskarten. Ah, Klärungskarten. Ein Genau. wunderbares Thema. Ja, die bedarfen, diese Klärungskarten bedürfen vielleicht erst einmal einer Erklärung. Was verstehst du denn darunter, wenn du dieses Wort hörst im Zusammenhang mit Kartenlegen? Na, eigentlich ist ja das schon sinnerklärend, denn wenn ich das Wort höre, Klärungskarten, dann unterstützt mich dieses Bild, das ich vielleicht zusätzlich ziehe bei einer Legung, die ich bis anhin noch nicht vollumfänglich erklären konnte. Oder wie siehst du das, mein lieber Liebling? Ja, ich finde, das hast du schön beschrieben. Also, die Klärungskarten sind Karten, die man zieht, wenn man eine Karte nicht verstanden hat. Und dann möchte man halt nochmal durch eine andere Karte, die Aussage vertiefen oder ergänzen. Arbeitest du mit solchen Karten? Ganz selten. Und warum? Weil ich versuche, den Klienten weniger mit einer Klärungskarte, denn mit einer Quintessenz zu helfen. Also mit dem Ausrechnen der Zahlen, die auf den Karten gedruckt ist oder eben für die die Karten stehen und dann ihnen mit dieser Quintessenz, mit dieser zusätzlichen Karte nochmal einen Erklärungspunkt zu geben. Ja, zu der Quintessenz haben wir ja auch schon ein Video gemacht, das ihr gerne hier anschauen könnt auf Facebook oder demnächst auch in unserem YouTube-Kanal, den wir gerade immer mehr ausbauen. Ja, finde ich auch, das ist etwas, was für mich persönlich sinnvoller ist als eine Klärungskarte. Ich persönlich werde sehr oft nach Klärungskarten gefragt und ich stehe denen sehr ablehnend gegenüber. Und warum? Ich finde, wenn man sich auf eine Frage eingelassen hat, auch dazu könnt ihr ein Video von uns sehen, ne? Wie stelle ich richtige Fragen, gute Fragen an die Karten, sich die Mühe gemacht hat, diese Frage zu formulieren, sich dann ein Legesystem ausgedacht hat, was man dafür benutzen will. Auch dazu haben wir ein Video hier gemacht. Dann die Karten zieht. Auch dazu gibt es ein Video. Wir haben wirklich schon sehr viele Videos inzwischen gemacht. Also ich merke, wir haben eigentlich nichts mehr anderes als die Videos gemacht. Na, wir haben jetzt gerade Urlaub gemacht. Auf jeden Fall, wenn man das alles getan hat, dann die Karten auslegt und dann sagt, die Karte verstehe ich jetzt aber gar nicht, dann kann das damit zusammenhängen, dass man die Karte nicht verstehen will. Okay.
Meine Und was Erfahrung. sagst du dann? Ja, ich würde gerne das nochmal ein bisschen ausführen. Meiner Erfahrung nach versteht man nämlich immer nur Karten nicht, die man nicht gerne ziehen möchte zu einer Frage. Und dann hofft man, das ist, was ich glaube, dass wenn man jetzt eine Karte nachzieht, da ein Ergebnis rauskommt, das einem besser passt. Also im Prinzip ein Verdrehen von Dingen. Nein, eine Hoffnung, dass es anders aussieht, wenn ich noch einen Versuch habe. Okay. Man kann natürlich tatsächlich mal noch etwas vertiefen wollen mit einer Karte, indem man sagt, okay, ich habe jetzt erstmal ein bisschen oberflächlich gefragt. Zum Beispiel, du hast ein Entscheidungsspiel gelegt, hast dich jetzt für einen Weg über das Entscheidungsspiel entschieden und jetzt kannst du sagen, okay, jetzt schaue ich mir das noch mal ein bisschen genauer an. Das wäre für mich aber schon wieder eine neue Legung, ja. Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt tatsächlich eine Auslage habe, die ja meistens aus 3 bis 7, manchmal sogar 10 Karten besteht, dann finde ich, nachdem ich das Tarot jetzt bemüht habe, sollte ich auch respektieren, welche Karten ich gezogen habe und mich auf die erstmal einlassen und sie so lange betrachten und darüber nachdenken, bis ich verstanden habe, was die Aussage sein könnte. Denn meiner Erfahrung nach sprechen die Karten sehr präzise zu uns und das auch durchaus mit Humor und man muss sich halt auf die Bilder einlassen, selbst wenn sie einem nicht passen. Ja, das ist eine Erklärung. Widersprichst du dieser Erklärung? Nö, nö, ich mache das wie du, wenn ich mit Legesystem mit 7 Karten, mit den 7 Karten den Kunden es nicht erklären konnte, dann bringen mir auch 10 andere nicht. Und da denke ich, muss man auch so offen und ehrlich sein und sagen, okay, gut, so habe ich es nicht rübergebracht, ich muss einen anderen Weg gehen, um der Erklärung, muss man vielleicht andere Worte wählen oder man muss hergehen und sagen, lass uns was anderes tun. Wir kommen so nicht weiter, wir stehen an dem Punkt, denn die Karten sind ja nur immer dann offen zu uns, wenn wir auch offen zu den Bildern sind, wenn wir offen zu der Frage sind und offen sind, die Antwort, zu hören. Sonst bringt das nichts. Ja, und ich denke auch, wenn man sich mit Kartenlegen beschäftigt, dann sollte man sich für jede Karte, für jede der 78 Karten, Lego-Deutungen parat gelegt haben. Und ich gestehe auch, wenn ich manchmal eine Legung habe bei jemandem, da denke ich auch manchmal, das ist ein bisschen schwierig für mich, das in den Kontext zu bringen. Aber anstatt dann schnell eine Karte nachzuziehen, würde ich lieber sagen, überleg nochmal genau, was ist der Hintergrund der Fragestellung. Wenn du jetzt die Karte dir selbst ziehst, ne, denk nochmal drüber nach, welche Frage habe ich denn präzise gestellt? Wir haben ja auch gesagt, dass es sinnvoll ist, die Fragen aufzuschreiben. Oder wenn ich für jemand anderen interpretiere, dann muss ich halt nachfragen erstmal, wenn ich was nicht verstehe. Ich tue das oft, ne? Ich frage dann, wenn ich irgendwie was Komisches in der Partnerschaft sehe, ja, wie lange seid ihr denn zusammen oder wie lange ist denn deine letzte Partnerschaft her? Und dann eröffnet sich mir meistens schon wieder ein Spektrum für etwas, was ich nicht verstehe. Manchmal kann ich auch fragen, ja, gibt es da noch jemand anderen zum Beispiel, wenn ein Bild etwas konfus ist? Und gerade wenn man solche Fragen stellt, davor haben ja Menschen am Anfang, wenn sie für andere interpretieren, Angst, dass sie Fragen stellen und dann vielleicht nicht ernst genommen werden. Meine Erfahrung ist, gerade wenn ich Fragen stelle, dann öffnen sich die Leute immer mehr und man bekommt ziemlich schnell eine gute Antwort auf das, was da liegt. Ich bin da ganz klar bei dir, dass man dann, wenn man an so einen Punkt kommt, wo es nicht weitergeht, dass man vielleicht auch sich getraut zu sagen, war das jetzt wirklich die Frage oder ist es eigentlich ein Thema hinter dem Thema? Du kommst wohl zu mir wegen der Beziehung, aber eigentlich möchtest du gar nicht mehr über die Beziehung reden, sondern schon über das Leben, das danach kommt. Ja, zum Beispiel. Und Und darum sollten wir uns als Berater grundsätzlich immer die Ohren besonders gespitzt haben, wenn wir merken,
Wir stehen jetzt an der berühmten Wand und es geht nicht weiter. Ja, oder auch wenn wir tatsächlich mal eine Aussage nicht verstehen. Es kann auch sein, dass wir eine Aussage nicht verstehen, weil uns falsche Informationen gegeben wurden. Ne? Auch dann müssen wir nachfragen. Habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden, was da gerade bei dir los ist? Ne? Also Und meine Erfahrung in diesem Punkt ist, Kirsten, Entschuldigung, ja, kein Problem. dass ich da einhake, dass die Karten dann ein Bild geben, das ganz klar das zeigt, die ganz klar darauf hinweisen, nee, das stimmt nicht. Nur wenn der Fragende halt hier vernebelt und nicht klar oder klar und ehrlich ist, dann sind auch die Karten nicht klar. Und nicht ehrlich. Hast du dafür ein Beispiel? Weil ich würde jetzt nicht einfallen. Also ich kenne das Doch. aus Linnermoon, der den Fuchs, ne, nimmt man mal gerne so als Warnkarte. Also nicht eine explizite Karte, sondern eine explizite Situation, wo die Klientin einfach testen wollte, ob Kartenlegen funktioniert. Und sie hat aber mit völlig falschen Angaben gearbeitet. Und die Karten waren total, total wie ein Ring gespielt. Also es war, hat nicht gepasst. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie gefaked hat. Ja. Ah, Es ging okay. um Kinderwunsch und um wie die Beziehung weiter sich neu entwickelt und hast nicht gesehen. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie verheiratet war und schon drei Kinder hatte. Ja, sowas ist Ja, natürlich und total albern. in solchen Momenten bringen die Karten kein Ergebnis, weil die auch der Fragende nicht klar und ehrlich ist. Ja, Geldverschwendung, würde ich sagen. Ressourcenverschwendung vom Berater. Ja, das ist gut, das ist wieder ein anderes Thema, ne? Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Da könnten wir vielleicht auch mal ein Video drüber machen. Das ist, finde ich, ganz interessant. Genau, nur es zeigt wieder ganz klar, da hätte ich 1000 Karten nachziehen können. Es wäre nie klar geworden. Denn wenn ich eben nicht die klare Frage an die Karten stelle, kriege ich auch keine klare Antwort. Ja, also ich finde auch den Begriff Klärungskarten. Im Englischen sagen die Leute immer clarifying cards. Der ist für mich so misguided. Ich habe heute ein bisschen zu viel Englisch gesprochen. Der ist für mich so irreführend, weil eigentlich ist ja jede einzelne Tarotkarte oder jede einzelne Linormand oder Zigeunerwahrsagekarte eine Klärungskarte. Ich ziehe die auch deswegen nicht so gerne, denn wenn ich die Karten hier habe und ich kann mit den ausgelegten Karten kein klares Bild machen, dann nützt es auch nichts, die restlichen 70 Karten zu ziehen, denn dann ist es nicht klar. Punkt. Ja. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Vielleicht ist der Klient noch gar nicht so weit, dass er die Antwort verstehen kann und will. Oder vielleicht ist auch die Situation nicht, dass es geht. Nur die Karten sind eben so diskret, dass sie sagen, nee, jetzt nicht. Ja. Ja, und zwar auf eine ganz brutale Art eigentlich, indem sie einfach kein Bild geben. Und auch das muss man vielleicht mal klar sagen, auch das müssen wir als Kartenleger aushalten und auch akzeptieren. Ja. Mensch, Rui, wir sind uns heute einig. Was ist passiert? Hast Urlaub? Ja, wahrscheinlich. Wir haben uns im Urlaub mal wieder unterhalten auf persönlicher Ebene, ne, und haben Ja, festgestellt, wir haben und doch 50% der Mantiker haben zugehört. ja jeweils 50% immer die, die gerade nicht geredet haben, ne? Und das war immer abwechselnd. Habe ich das jetzt richtig verstanden, die gerade nicht geredet hat? Ja. Die Person, die Hat. gerade nicht Die geredet geredet hat. hat. Oh, klar. Braucht Ja, ja auch dann keine Erklärungskarte. es schauen heute auch nicht so viele zu. Von daher, ich wüsste nicht, was ich jetzt noch weiter zu dem Thema sagen Gibt es sollte. denn Fragen? Nein, es gibt auch keine Fragen, keine Kommentare. Ich glaube, die Leute, die sind alle überhitzt und sitzen lieber draußen als vor dem Computer, Und was man wollen ja auch keine gut Klärung, verstehen kann. wollen absolut keine Klärungskarten hören. Für mich total in Ordnung. Ich finde, wir können ja dieses Video für heute beenden. Es war jetzt ja auch so unser erster Auftritt nach den Ferien. Wir werden jetzt künftig wieder regelmäßig hier sein. Wir sind jetzt ein bisschen runter
auf einmal die Woche. Wer weiß, wenn die zweite oder dritte Welle kommt, dann können wir uns ja wieder steigern, wenn wieder wir in unseren Häusern eingeschlossen sind. Aber im Augenblick wollen wir auch die Sonne genießen und da reicht es uns vollkommen, wenn wir euch einmal wöchentlich etwas erzählen. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass wir auf dem YouTube-Kanal jetzt wirklich regelmäßig sonntags ein Wochenorakel machen. Im Augenblick mache ich das alleine, aber wir basteln an weiteren Konzepten, wie das noch aussehen kann. Das kommt dann eher zum Herbst hin, wenn es etwas kühler ist. Wir müssen jetzt erstmal wieder langsam in die Gänge kommen. Aber wenn ihr Lust habt, schaut doch auch öfter mal bei YouTube vorbei. Ich freue mich, oder wir freuen uns, nehme ich an, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Unser Ziel ist es, 100 Abonnenten zu haben. Das ist sehr niedrigschwellig, ich weiß, aber wenn wir 100 Abonnenten haben, dann dürfen wir den YouTube-Kanal nach uns benennen. Und das ist das Ziel im Augenblick. Und darum votet für uns. Ganz genau. Ja, ich denke, dann machen wir Schluss für heute, oder? Und setzen uns noch ein bisschen in die Sonne. Ja, ich möchte an dieser Stelle mich bei euch bedanken für euer Zugucken, für euer Dabeisein und vergesst nicht, never give up. Exactly. Tschüss. Tschüss.